Guten Morgen, ich freue mich, dass Sie alle gekommen sind oder dass ihr alle gekommen seid. Das ist ja immer wie so ein Familientreffen bei so einem Linux-Tag. Ich dachte, jemand kündigt mich an, deswegen habe ich noch ein bisschen gewartet. Mein Name ist Michael Christen, ich bin der Maintainer von YASI, dem YASI-Suchmaschinenprojekt, und ich halte heute einen Vortrag über das Thema Unabhängigkeit und Selbstbestimmung. Ganz besonders jetzt in dieser Situation, wo wir alle wissen, dass wir überwacht werden, das heißt in einem überwachten Internet. Und das Programm heute ist, dass ich auch mal noch mal kurz erkläre, was dann, wann, wie denn diese gesamte. Ach so, sollen wir die Tür zumachen? Fängst du schon an? Ja, ich dachte, ich fange mal an. Ja. Wir können noch mal einen Rückwärtsgang machen und ich lasse mich dann auch die Begrüßung dazwischen schieben. Nein, ich will jetzt nicht stören. Ach so. Gut. Ich wollte bloß mitgucken. Also, dann legen wir los. Prism erkläre ich mal kurz, wie das funktioniert. Eine kleine Presseschau, weil das den schönen Überblick gibt, was jetzt in der Vergangenheit passiert ist und wie die Politiker und die Regierung dazu stehen, was passiert ist. Es ist auch nochmal wichtig anzugucken, was wir für Grundrechte haben und wie das auf Internet und Netzgemeinde vielleicht anwendbar wäre. Und digitale Selbstverteidigung geben kann. Und natürlich finden sich dafür Antworten im Bereich der Open Source Software. Da gibt es also viele Lösungen. Und am Ende machen wir etwas, das wird spannend. Ich weiß nicht, wie Sie das aufnehmen. Ich nenne es Game of Tools. Es ist eine Gamification von Tools. Ja, die erste Folie wird die komplizierte. Also ich möchte Sie jetzt nicht erschrecken. Das wird jetzt sehr aufgebaut, sehr kompliziert. Einfach mal die Frage, was passiert, wenn man eine Webseite aufruft. Da haben wir den User, der hat einen Browser, der gibt dort eine URL ein. Und in dieser URL befindet sich der Hostname. Und ein Browser muss erstmal wissen, wie die IP ist, wie der Server, wo der Server ist. Und dafür macht er eine DNS-Anfrage, bekommt dann die IP des Hosts zurück. Dann geht mit Hilfe der IP wird dann über den Router daheim eine Anfrage gemacht zum Internet Service Provider. Das ist Ihr Vertragspartner. Der hat ein Backbone, eigene Netze. Das geht dann zu einem Internet Exchange Point, zum Beispiel das DE6 ist in Frankfurt das größte Internet Exchange Point der Welt. Dann zu einem Carrier, zum Beispiel ein Überseekabel, und das Ganze geht dann wieder rückwärts, dort wo es ankommt, genau die umgekehrte Reihenfolge bis zu dem Host, der eigentlich angefragt werden sollte. Und dort ist dann ein Dienst, ein Content-Admin stellt dann eben den Inhalt, den man haben wollte, zur Verfügung. Das Ganze wiederholt sich dann nochmal, denn oft sind auf den Webseiten auch noch Werbebanner eingebettet, sodass dann nochmal die ganzen Anfragen zu anderen Hosts hinlaufen. Und viele Software-Elemente, die eben als Dienst angegriffen werden, haben interessante Schnittstellen, die man nennt Lawful Interception. Da gehe ich nochmal stärker drauf ein. An dieser Stelle gibt es eine Schnittstelle für die Regierung, damit die eben Personenstammdaten abfragen kann. Wir haben das auch in unserem Gesetz drinstehen. Stammdatenabfrage ist gesetzlich möglich, auch sehr einfach. An dieser Stelle gibt es noch den NSA Upstream. Das ist da, wo die NSA auf einer Folie, die ich gleich noch zeige, dann an die Daten schnüffelt. Und natürlich gibt es auch noch eine Möglichkeit, hier zu schnüffeln an der DNS-Abfrage, denn jeder DNS-Server, der Ihnen die IP-Adresse des Hosts zurückgibt, kennt natürlich die Web-Domäne, die Sie aufgerufen haben. Und sehr oft wird die einfache IP-Adresse für den Google-DNS verwendet, die ist nämlich 8888. Das ist in Android-Phones, das ist in ganz vielen Devices so eingestellt, sodass auch wenn man nicht Google benutzt als Suchmaschine, Google immer weiß, welche Webseiten man aufgerufen hat. Dieser Codename für das Überwachen hier vom englischen Geheimdienst ist Tempora an dieser Stelle. Und natürlich ist das Abfragen der Lawful Interception Schnittstelle, das ist das Prism-Projekt. Und natürlich muss man sich auch fragen, ob hier oben auch so eine Schnittstelle drin ist. Ich dachte, ich zeige nochmal die Prism-Folien, beziehungsweise die durch Snowden geleakte Folien. Inzwischen kann man die, ich habe mich auch gefragt, ob ich die überhaupt zeigen darf oder ob das jetzt eine Urheberrechtsverletzung ist und gegen wen überhaupt. Die Dinger sind inzwischen auf Wikipedia, da steht drin, das wurde von einem amerikanischen Beamten erstellt und ist deswegen Allgemeingut. Und da sieht man, also es sind die beiden Methoden, wie Daten abgefragt werden, Upstream und Prism.
Upstream heißt an den Datenkanälen lauschen und Prism bedeutet eben bei den Service-Providern selbst, Microsoft, Yahoo, Google, da stehen sie alle drin, bei denen direkt die Daten abfragen, direkten Zugriff auf den Server. Und das ist hier eine sehr schöne vorstandsfähige Folie, also wenn man das mal hinterfragt, warum denn hier überhaupt so ein Pfeil ist, es gibt ja überhaupt gar keine Y-Achse, ja. Das ist eine sogenannte vorstandsfähige Folie. Das ist immer, wenn man nach oben reportet, dann muss man so eine Folie haben, die auch, wenn man sowas tabellarisch besser zeigen könnte, muss immer so ein Pfeil nach oben gehen. Ja? Das heißt, hier ist das eine Folie für die Leute gewesen, die eigentlich behaupten, dass sie das, da ja noch nie was von gehört haben. Ja, so interpretiere ich das. Hier sieht man, da sind sie alle dabei. Facebook, Google schon seit 2009, Microsoft seit 2007 haben eine Schnittstelle für die amerikanische Regierung, damit dort eben die Daten, Personenstammdaten oder vielleicht noch viel mehr direkt abgefragt werden können. Das gibt es aber bei den Telekommunikationsanbietern, wenn es nur um Stammdatenanfrage geht, also Adressauskunft in Deutschland auch schon sehr lange. Das ist auch gesetzlich korrekt geregelt. Ja, es gibt dann auch manchmal so eine Warnung, das ist jetzt eine Meldung auf Zeit Online, die inzwischen depubliziert wurde, weil Microsoft dagegen geklagt hat, dass man jetzt sagt, Windows 8 ist, warum soll man davor warnen? Also was da passiert ist, in Windows 8 gibt es einen Mechanismus, um Programmzertifikate bei Microsoft abzufragen und das Zertifikat sagt dann, wie stark der Benutzer gefragt werden muss, ob ein Programm installiert werden darf oder nicht. Und zum Beispiel Systemprogramme, die sich selber aktualisieren müssen, zum Beispiel nicht fragen, die machen das. Ja, können das, aber müssen sie nicht. Und nun hat man entdeckt, dass in Windows 8 ein Zertifikat der NSA hinterlegt ist, das auch ermöglicht, dass die Software installieren, ohne zu fragen. Das ist quasi die Backdoor, um das, was wir hier haben sollten, den Bundestrojaner, einfach mal so reinzuschieben. Und Zeit Online hat sich inzwischen mit Microsoft geeinigt. Sie dürfen also den gleichen Artikel jetzt publizieren, nur unter einer anderen Überschrift. Ich habe da diese ganzen Pressezitate hier immer unten mit so einem Link versehen. Das können Sie sich alles nochmal nachlesen und die Folien gibt es auch später dann zum Runterladen. Also eine Liste der Datenlecks, die man durch Nutzung von Software, die proprietär oder geschlossen ist, entsteht. Windows 8.1 beispielsweise, fast alle Programme telefonieren nach Hause, machen eine Netzverbindung nach Hause auf und erzählen denen was. Beispielsweise WhatsApp sendet bei jedem Start erstmal das komplette Adressbuch zu WhatsApp. Und Android und iOS machen natürlich auch solche Sachen. Die wollen alle Zahlungsinformationen haben. Das ist ja das tun wir rein, damit wir da schöne Apps kaufen können. Adressbücher, Kalender, das sind ja Dienste, die man Cloud-Dienste nennt. Das ist ja was Tolles. Aber das bekommen die halt alles. Manche sind möglicherweise auch im Shutdown-Modus aktiv, sagt man sich so. Ja, manche stehen im Verdacht, das Mikro abzufragen, auch wenn es nicht gebraucht wird. Und Positionsmeldungen heimsenden via einer Navigation ist zwar toll, weil man daraus Staumeldungen automatisch macht, ja, aber es ist auch so ein bisschen schwierig. Inzwischen heißt es, Vorstände werden beobachtet, wo sie Besuch sind bei anderen Firmen, weil man daraus schließen kann, dass es da Kooperationen gibt. Also Positionsmeldungen sind ein bisschen schwierig in der Privatsphäre und Suchmaschinen transportieren natürlich sehr intime Dinge. Da tun wir alles rein, was wir als Befindlichkeit haben. Krankheiten googeln und was auch immer, da stehen natürlich sehr viele personenbezogene Daten drin. Wenn man es mit der Person verknüpft, ist das sehr kritisch. Google gibt da auch einen Transparenzbericht und sagt dann, ach, wir machen das ganz klar, wir nennen das Transparenzbericht. Auskunft ersuchen an Google soll es im letzten Quartal, das sind also Quartalszahlen, letzten Quartal 2012 rund 24.000 gegeben haben, oder 20.000. Das war aber eine Information vor Prism. Ja? Und das soll ja mit der Prism-Info einfach sehr viel sein, nämlich alle Personendaten sollen abgreifbar sein. Ja, Larry Page hat dazu in seinem Blog, also es gibt hier einen Google-Blog, und da hat er reingeschrieben, Herr Jeder, stimmt doch alles gar nicht, seid ihr denn verrückt geworden? Und es hilft aber nichts, sie stehen ja da drin. Ja, 2009. Und sie haben auch versucht, gegen diesen Security Letter, das sind diese Briefe, die Unternehmen bekommen, wo drin stehen, dass sie nicht sagen dürfen, dass sie jetzt alles abgeben und auch nicht sagen dürfen, dass sie diesen Brief bekommen haben. Haben sie versucht, in einem dieser geheimen Gerichte, das ist auch mysteriös, zu klagen. Und diese Gerichtsberichte werden dann auch publiziert, allerdings fast komplett geschwärzt. Aber in einem hat man vergessen, da ist das Wort Google zu schwärzen. Also weiß man, Google hat auch so einen Brief bekommen. Und deswegen muss der Larry Page so antworten.
Und inzwischen geht man dazu über und sagt hier, Erik Schmidt, einer der Vorstände, das ist doch normal. Ja? Also man bereitet sich darauf vor, dass inzwischen man akzeptiert, dass alles, was da reintut, personenbezogen verknüpft und gespeichert und ausgewertet benutzt wird. Wir sind jetzt hier bei der Presseshow. Also iPhone, BlackBerry, Android sind alle im direkten Zugriff. Hier steht Capable of Assessing User Data from Smartphones. Also Direktzugriff. Ja? Die loggen sich auf unseren Handys ein. Das ist ja schon ein bisschen merkwürdig. Sie knacken auch Verschlüsselung. Wie knackt man Verschlüsselung, die eigentlich sicher ist, wenn man ein Verschlüsselungsverfahren nennt und beweist, dass das sicher ist? Ja? Man schreibt sie selbst. Man schreibt sie selbst, wenn man freie Software oder Open-Source-Software macht und zeigt, dass ein Verschlüsselungsverfahren sicher ist, dann ist es auch tatsächlich sicher, wenn das mathematische Verfahren sicher ist. Man kann aber, wenn es geschlossene Software ist, kann man so kleine Verschmutzungen einführen, wie zum Beispiel nicht gut funktionierende Zufallszahlengeneratoren. Und dadurch kann man dann diese Sicherheitsmechanismen brechen. Und das ist also das Verfahren, das hier angewendet wird. Es darf sich keiner, das ist richtig, darf sich keiner erzählen lassen, dass Verschlüsselungstechniken eigentlich gar nicht funktionieren, sondern sie funktionieren. Nur nicht dann, wenn man was extra falsch macht. Naja, der BND macht mit. Das sind auch alles die Leute, die eigentlich von der Regierung überwacht werden sollte, die dann eigentlich von nichts weiß. Verfassungsschutz macht auch mit und wir wissen jetzt, die haben auch dieses X-Keyscore als Client bekommen, damit die auch auf die Daten zugreifen dürfen. Da muss man sich auch nicht mehr um Vorratsdatenspeicherung bemühen, das ist alles sehr viel einfacher geworden. NSA kennt auch alle Bankdaten. Sie dürfen zwar teilweise dürfen sie in diese Bankdaten Datenbank reinschauen, aber sie brechen wohl offenbar hier auch ein. Denn sie haben hier dieses SWIFT-System gehackt. Ja, das verstehe ich gar nicht, wie das sein kann. Da sollten ja Menschen sitzen, die solche Systeme schützen können. Das ist außerdem eine Unverschämtheit. Ja, das ist irgendwie wie ein feindlicher Überfall, aber das interessiert keinen mehr. Und dann gibt es natürlich dann auch offizielle Bekundung, NSA gibt unverhohlen zu, dass sich das natürlich um Industriespionage handelt. Ja, warum sollte man das auch sonst machen? Selbstverständlich darf man das. Ja? Insight into other countries' economy, policy or behavior. Ja. Also man kann ihnen das gar nicht mehr vorwerfen, weil sie sagen, selbstverständlich. Also irgendwo ist der Punkt, wo man sagt, vielleicht sollten wir uns schützen. Und nochmal ein Hinweis auf das Lawful Interception, man kann auch mal schauen, denn Unternehmen, es gibt viele Softwareunternehmen, die machen Folgendes, die nehmen eine Open-Source-Software, dann bauen sie eine Lawful Interception-Schnittstelle ein und verkaufen das wieder als kommerzielles Produkt. Und dazu gibt es immer einen schönen Produktflyer, wo dann drin steht, was für tolle Schnittstellen sie haben, unter anderem Lawful Interception, da kann man nachsuchen. Googelt man mal nach Lawful Interception, mit dem Falltype PDF kriegt man hier 14.000 Ergebnisse, die sind alle ganz interessant. Das sind auch Open-Source-Mail-Server, die dann hinterher wieder mit entsprechenden Schnittstellen versehen werden. Man kann das so ein bisschen schärfer fragen nach Überwachung, ja, weil Lawful Interception kann ja auch nur diese schwache Stammdatenabfrage, die auch in Deutschland gesetzt ist, sein. Das ist aber kein Überwachungsmechanismus, um tatsächlich ständig zu beobachten. Da gibt es halt immer noch 9.000 Treffer. Ja, und nur um ein einziges Unternehmen in Deutschland mal zu nennen und auszuprobieren, ob das da vielleicht Verbindungen gibt, die Deutsche Telekom, da habe ich auch noch mal hinten dran gemacht, gibt es immer noch 252 Treffer. Einfach mal bitte versuchen, das nachzuvollziehen und mal ein bisschen durchstöbern. Das ist also ein Abgrund. ein Abgrund und es gibt einen neuen Leak von WikiLeaks. Die Spyfiles 3 ist genau eine Liste von Unternehmen, die Überwachungssoftware anbieten, das heißt Software, die diese Schnittstellen für eine Lawful Interception und erweiterte Stammdatenabfrage mit personenbezogenen Daten anbieten. Das ist jetzt, glaube ich, letzte Woche erst veröffentlicht worden. Naja, aber diese Personen, die hier zu sehen sind, wissen ja nichts und sagen sich, das überrascht uns jetzt alle. Ja, wie überrascht manche Politiker sind, das rutscht ihnen manchmal selber raus. Und inzwischen eröffnen nun Computer und Internet ganz neue Austausch- und Informationskontrolle der Kanäle über... Also, das ist aber auch schon von 2008, ja.
das Merkwürdige ist, diese Herrschaften geben sich immer so, so ahnungslos irgendwie. Ich glaube nicht, dass sie ahnungslos sind. Das ist ein, ja, das ist ein Konzept. Dazu, also wenn Sie jetzt sagen, und ich glaube Ihnen, dass die praktisch Finanztransaktionen und alles, dass das alles überwacht wird, ja. Das heißt, dann wissen praktisch die Amis zumindest, wer sein Geld hinterzogen hat in der Schweiz. Das heißt, dann brauchen wir keine CDs mehr kaufen, nur bei den Amis nachfragen, oder? Ist doch so. Oder sie werden gedeckt. Weil anders kann ich mir das nicht erklären. Naja, also wenn ich Schwarzgeld transportiere, dann versuche ich ja, dass ich das möglichst nicht über eine Transaktion mache. Aber natürlich könnte man ja, da... Wenn ich jetzt Zugriff auf die Banken habe in der Schweiz und ich gehe davon aus, dass die das haben, wenn die so gut sind, weil die Admins haben bestimmt auch iPhones und... Ja, die müssten das können, ja. Ja, die ist, wahrscheinlich gibt es da auch Hintertüren, also in die iPhones, ob es da eine Verbindung gibt oder wie das anders läuft. Ich weiß nicht, ob man da sagen kann, die sollten eigentlich wissen, wer Steuern hinterzieht. Das interessiert sie ja nicht, glaube ich. Oder vielleicht doch. Ja? Wozu die große Mühe? Also insbesondere, was die Amis angeht, die haben doch einen Vertrag geschlossen mit der Schweiz. Die können nur noch anfragen. Ja, dieser Vertrag umfasst eine, da gibt es bestimmte Regeln. Es soll nur eine bestimmte Menge sein. Ich glaube, da im Bereich von 40.000, 50.000 Anfragen im Jahr. Bin ich ganz sicher, aber das ist natürlich was anderes, als wenn man einen Vollzugriff hat, wo man Data Mining machen kann, also wo man eine statistische Auswertung machen kann und solche Dinge. Ja, ich glaube, dieser offizielle Zugang erlaubt nicht alles das, was man eigentlich gerne hätte. Da muss man ja auch noch ausdrücken, warum man das macht. Ob man das in 40.000, 50.000 Fällen auch noch in dem Detail macht, also da bin ich auch kein Fachmann. Ja, einen Ausschnitt, den Sie wahrscheinlich alle kennen. Das Internet ist für uns alle Neuland und es ermöglicht auch Feinden und Gegnern unserer demokratischen Grundordnung natürlich mit völlig neuen Möglichkeiten und völlig neuen Herangehensweisen unsere Art zu leben in Gefahr zu bringen. Unsere Art zu leben in Gefahr zu bringen aus dem Neuland, das hört sich an wie die nordamerikanischen Siedler, die dann plötzlich auf die Apachen getroffen sind und die als Bedrohung wahrgenommen haben. Das haben die Apachen wahrscheinlich ganz anders gesehen. Interessanterweise ist das Neuland-Internet auch voller Apaches. Und das ist natürlich eigentlich gar nicht lustig, weil das bedeutet irgendwie, dass sie hier einen Wall aufbaut, eine Front und sagt, das ist unsere Seite, die Online-Welt, das sind die anderen, das ist das Feindesland. Also so empfinde ich das. Und es erzeugt so das Gefühl, also Frau Merkel ist ja nicht dumm, ja, sie hat auch schon mitgekriegt, dass es das Internet gibt, das ist für sie kein Neuland. Sie hat auch schon vor 13 Jahren die Dotcom-Blase mitgekriegt. Und für die Jüngeren, das ist also jetzt nicht eine Körperfunktion von Kim Schmitz, die Dotcom-Blase, sondern da war das Internet ja auch schon ganz groß. Und das bedeutet irgendwie, also es fühlt sich irgendwie wie so eine Ausbürgerung an. Die Netzbürger sind nicht mehr Teil dieses Staates. Und deswegen entstehen auch so Memes wie das hier. Ja? Es ist so das Gefühl, dass wir jetzt dass wir das Neuland verteidigen müssen. Ja? Die Ausgebürgerten müssen jetzt dazu übergehen und sich selber nochmal neu verstehen. Ja? Warum sind wir das Feindesland? Dazu möchte ich kurz einen Schwenk hinmachen und erklären, was denn eigentlich Hacker sind, denn ich spreche jetzt als nächstes noch über ein paar Hacker. Lee Marvin und John Wayne sind keine Hacker, aber sie tragen schwarze und weiße Hüte. Und das war in den alten Schwarz-Weiß-Western eine ganz einfache Markierung, wer der Böse und wer der Gute ist. Ja, die Bösen hatten immer die schwarzen Hüte auf, die Guten die weißen, und so gibt es dann die Namensgebung für die guten und die bösen Hacker, die Black-Hat-Hacker und die White-Hat-Hacker. Und wenn die Presse von Hackern spricht, dann sprechen sie immer über die Black-Hats. Das sind die hier, jemand, der über ein Netzwerk in ein Computersystem eindringt und zugleich Teil einer entsprechenden Subkultur ist. Das ist so ein Zitat in der Wikipedia, aber die Wikipedia relativiert auch in dem Artikel und nennt auch die White-Hat-Hacker. Und die sehen so aus. Ja. Diese Person hat offenbar Kaffee machen wollen, aber keinen Herd gehabt. Ihm fiel aber ein, dass es ausreicht, das Wasser zu erhitzen, und dann nimmt man halt das, was Wasser erhitzt.
Ja, und das ist das, was Hacker tun. Das sind experimentierfreudige Personen, die mit ihren Fachkenntnissen eine Technologie beliebiger Art außerhalb ihrer normalen Zweckbestimmung oder ihres gewöhnlichen Gebrauchs benutzen. Also nicht nur wissen, sondern es auch tun. Es gibt ein schönes Buch, das die ganze Geschichte beschreibt, und das sind die typischen Whitehead-Hackers, die haben nicht vor, böse zu sein. Sie wollen einfach nur neue Dinge erforschen, sie wollen genau verstehen, wie etwas funktioniert. Und aus dem genauen Verständnis heraus, wie etwas funktioniert, einfach etwas machen, was es vorher nicht gab, weil es so nicht möglich war, weil man nicht darüber nachgedacht hat, weil man noch nicht verstanden hat, wie etwas richtig funktioniert. Ja, und das sind die Hacker, über die ich jetzt im Folgenden spreche. Sie sind nämlich die Schützer der Grundrechte. Dazu gibt es dann auch so eine Presse, so einen Artikel, den ich hier zitiere. Es gibt aber auch konkrete Projekte, wo man sieht, wo kümmern sich denn jetzt die Hacker um Grundrechte, wie beispielsweise das hier. Das ist, man sieht hier einen Zeitstrahl. Oh, dieser Pointer geht nicht gut. Dieser Zeitstrahl zeigt das Grundgesetz im Verlauf seiner Änderungen. Man kann also hier das Diff zwischen zwei Änderungen auf einer Webseite anzeigen lassen. Man kann durch diesen Zeitstrahl durchgehen, man kann sehen, welche Regierung welche Grundgesetzänderung durchgeführt hat, und man kann quasi jede Version des Grundgesetzes bis zur ersten Version abfragen. Das ist hier jetzt auf ggdocpatch.org, und das ist eine Aktion des Hackerspace FOBA vom Chaos Port Hessen, ein Teil des Chaos Computer Clubs. Und das ist halt interessant, die Grundrechte sollte man nochmal anschauen, wenn es darum geht, jetzt zu definieren, wie denn die Ethik in Neuland ist. Die ist nämlich nicht anders als im Normalland. Ja. Wir schauen uns nochmal an, wie denn die Grundgesetze denn tatsächlich aussehen. Pressefreiheit und Zensur, Meinung in Wort und Schrift und Bild. Da steht natürlich nicht Internet. Ja. Aber natürlich gilt das da. Und eine Zensur findet nicht statt. Das ist auch ganz selbstverständlich, dass man eben dann auch keine Zensurinfrastruktur errichtet. Und jeder Politiker sollte das verstehen, dass man so viel Transfer, hat. Das sind ganz klare Worte. Aber man hat dort vor über 60 Jahren halt nicht das Internet gekannt, ja, und eine elektronische Publikationsmöglichkeit gesehen. Aber natürlich gilt das dafür. Und das Briefgeheimnis, also jede E-Mail sollte so behandelt werden wie ein geschlossener Brief. Natürlich ist er nicht geschlossen, wenn er nicht verschlüsselt ist. Dann ist es wie eine Postkarte, und der Postbote sollte auch nur auf die Adresse gucken und nicht auf den Rest. Und erst recht sollte nicht alles abfotografiert und archiviert werden. Warum das so schwierig ist, das Briefgeheimnis auch auf E-Mails anzuwenden, das verstehe ich also überhaupt nicht. Und da sollte man sich ein bisschen mehr gegen wehren. Man kann sich natürlich aktiv wehren mit Verschlüsselung und Unverletzlichkeit der Wohnung. Das bedeutet natürlich selbstverständlich, dass der Staat sich nicht für meine IKEA-Regale interessiert. Der interessiert sich für die Semantik. Was habe ich dort drin, was man irgendwie, womit man ein Verbrechen erklären kann? Und damit sind eben meine Akten oder andere Dinge gemeint. Und das kann man natürlich dann auch transportieren auf die anderen Datenbesitze, die dann auch zu meiner Wohnung gehören, nämlich den Inhalt der Daten meines Handys und meines Rechners. Und die sind genauso unverletzlich. Da darf man keine Trojaner reintun. Man darf auch nicht irgendwie flächendeckend abhören und die Daten archivieren. Und natürlich haben schon seit über 10 Jahren Hacker, und ich rede ja jetzt von den Whitehead-Hackern, gesagt, es gibt Leute, die wollen das aber alles haben, die wollen unsere Grundrechte verletzen, und wir können beobachtet werden, und alles, was man kann, das wird auch getan. Wir wissen, dass das immer so ist. Alles, was man tun kann, wird auch gemacht. Und die Mittel, die dazu entworfen wurden, um sich zu schützen, kann man natürlich zum Thema digitale Selbstverteidigung zählen, in dem Kontext, dass wir uns jetzt angegriffen fühlen im Neuland. Und wir müssen uns fragen, wie kämpft man denn, wenn man angegriffen wird? Angreifen machen wir nicht, wir sind keine Black Hats, wir sind White Hat Hacker. Verteidigen ist so, da stellt man sich vor, es ist ein Kampf und man hat irgendwie eine Kampftechnik, aber so wie uns die Persönlichkeitsrechte entzogen werden, ist es schon passiert und man kann da nichts mehr tun. Also das ist irgendwie auch keine Möglichkeit. Und die dritte Möglichkeit ist, das halt, was Mama immer gesagt hat, wenn einer ein Messer rausnimmt, was macht man? Man läuft weg. Ja? Und die Möglichkeiten, digital wegzulaufen, dahinter gibt es ein Konzept, in dem man eben in andere
in andere Varianten von der Technik flüchtet, die man bisher angeboten bekommt von der Industrie. Ich will das versuchen, in so einer Form Schlachtfeld mal zu formulieren. Wie sieht dieses Schlachtfeld aus? Als Inkarnation des Bösen hier der Todesstern gehört zu den Geheimdiensten. Im Schlachtfeld sind der nächste Beteiligte ist natürlich der User. Wir haben selbstverständlich auch hier Regierungen. Tut mir leid, dass ich, das sieht ein bisschen gemein aus, hier den dummen Augustin zu machen, aber das ist ja genau so, wie sie sich verhalten. Sie sagen ja, wir wissen von nichts. Ja, also ist das vielleicht ein adäquates Bild. Und natürlich die Open-Source-Hacker, die auf diesem Schlachtfeld vorhanden sind. Was machen die? Die Geheimdienste kennen nur Ziele. Alle werden beobachtet. Ja. Die Regierung... Weiß nicht. Der User, der will ja nicht viel. Der will nur seine Privatsphäre. Der will frei sein in seiner Art, keine Rechtsverletzung zu begehen. Aber will nicht vorher schon beobachtet werden und als Krimineller angesehen werden. Der will Privatsphäre. Und der Open-Source-Hacker, der will kreativ sein. Er träumt davon, von neuen Projekten, von neuen Zielen, von neuen Ideen, von neuen fantastischen Möglichkeiten und Kreativität wird durch Beobachtungen zerstört. Ja, wenn man beobachtet wird, kann man nicht irgendwie experimentieren. Ja, welche Waffen sind hier im Spiel? Die Geheimdienste hat die Krakenmethode, überall rein, überall festsetzen, überall präsent sein, nichts mehr auslassen. Und auf der Verteidigungslinie haben wir unser Hirn und unsere Technik, die wir anwenden können, um daraus irgendwas zu machen. Und natürlich gibt es hier eine Allianz zwischen den Hackern und den Usern. Und ich will gar nicht vermuten, dass hier die Allianz zwischen Regierung und Geheimdienste da ist. Aber was wir sehen, ist, dass sie einfach weggehen. Sie sagen ja, das ist ja Neuland. Ja, das ist nicht unser Land, das ist Neuland. So stehen wir jetzt da. Und was für Methoden haben wir, um uns zu schützen? Was sind unsere intelligenten Waffen? Das ist zum Beispiel eine der stärksten Waffen, die wir anwenden können, um wegzulaufen, ist die Dezentralisierung. Hier eben nochmal der Fall, ein zentraler Dienst, man nennt das auch gerne eine Cloud. Das ist natürlich ein schönes Wort, um zu bezeichnen, dass man alle Daten des Benutzers besitzen möchte. Und die Alternative ist, dass die Daten, die hier in dieser Zentrale gespeichert werden, dass die von den Usern gespeichert werden und es eine intelligente Vernetzung gibt, sodass man keine Zentrale mehr braucht, die das kontrollieren kann, sondern dass es eben die Benutzer gibt, die das machen. Es gibt dafür Beispiele wie das Freifunk-Projekt. Es gibt hier in Kiel eine sehr große Freifunk-Community und das ist auch das Netzbild des Freifunks in Kiel. Das funktioniert hervorragend und wenn man jetzt mal die Google-Karte, ich habe jetzt auch hier mal vom Kids die Google-Karte daneben eingeblendet, ja, das ist authentisch, ich hätte ja einen x-beliebigen Ort rausnehmen können, der besonders schön ist, aber das ist jetzt einfach hier und diese Google-Karte ist auch hier. Das ist die beste Karte, die es gibt. OpenStreetMap, es sollte keine andere Wahl geben. OwnCloud ist eben in dem Sinne eine Dezentralisierung, indem man weggeht von einer Cloud und sich die gleiche Technik, es gibt ja einen Grund, warum man diese Cloud-Dinge macht, nämlich man möchte sein Adressbuch und seine Termine irgendwie auf verschiedenen Devices haben. Dafür muss man aber nicht einen externen Diensteanbieter nehmen, man kann das auch selber tun und man kann so eine OwnCloud in einem Rechner daheim betreiben. Das muss kein großer Rechner sein, es gibt inzwischen diese kleine Rechner-Hardware wie diesen Raspberry Pi, sowas kriegt man komplett aufgebaut mit allem für 45 Euro inklusive Porto und Steuern und alles, was dazugehört. Und das ist ein Rechner, der so leistungsfähig ist wie ein Gaming-PC vor 10 Jahren. Und da kann man sowas drauf laufen lassen und das braucht ein halbes Watt. Ja, da gibt es auch Clients für auf Android, das ist Archive für Kalendersharing. Verschlüsselung ist ein bisschen kompliziert zu erklären, ich will nicht ganz auf alle Details eingehen. Also man muss sich vorstellen, eine sichere Verschlüsselung funktioniert so, dass man sich ein Schatzkästchen vorstellt. Dieses Schatzkästchen hat zwei Schlüssel, zwei Schlösser. Mit dem einen Schloss kann man nur zuschließen, mit dem anderen Schloss kann man nur aufschließen.
Ja? Jetzt macht man ganz viele Kopien von dem Schlüssel, mit dem man das Kästchen zuschließen kann und gibt das all den Leuten, die einem geheime Nachrichten schicken möchten. Und dieses Kästchen selber, das ist so beschaffen, dass es sowieso jeder produzieren kann. Ja? Jemand, der mir etwas Geheimes schicken möchte, macht das Kästchen auf, tut das geheime Ding rein, verschließt es mit meinem öffentlichen Schlüssel und nur ich kann es mit meinem privaten Schlüssel aufschließen. Das ist ein Schlüsselpaar. Wer hat das vorher schon mal gehört? Wer weiß, wie Schlüsselpaare funktionieren? Ein bisschen höher. Und alle anderen gucken jetzt die an, die die Hände hoch haben und informieren sich danach bei denjenigen. Das ist auch eine Form der Dezentralisierung des Wissensflusses. Um das besser zu erfahren und selber mal zu installieren, gibt es auch Krypto-Partys, wo man dann hingeht und dann kriegt man das erklärt. TrueCrypt ist ein Verfahren, ein verschlüsseltes Laufwerk zu machen. Das funktioniert so, die verschlüsselten Laufwerksdaten sind in einem Bereich, die, wenn sie verschlüsselt sind, aussehen wie Zufallszahlen. Und der freie Bereich sieht wiederum aus wie Zufallszahlen, sodass man gar nicht weiß, was das für eine Datei ist. Es gibt aber dann noch die Situation, dass man in manchen Ländern nicht die Aussagenverweigerungspflicht hat und man dazu gezwungen werden kann, das Passwort bekannt zu geben und zu sagen, das ist ein verschlüsseltes Volume und ich habe hier ist das Passwort. Es steht unter Strafe, das Passwort nicht zu sagen. Dazu gibt es einen Trick, man legt noch ein zweites Volume in den Bereich ein, der eben aussieht wie Zufallszahlen und das zweite Volume sieht, weil es verschlüsselt ist, wiederum auch nur aus wie Zufallszahlen. Man kann halt glaubhaft abstreiten, dass ein zweites Volume da ist und gibt eben nur das Passwort von dem Alibi-Laufwerk raus, das eben dann Daten beinhaltet, die man nicht eigentlich verstecken wollte, die aber so aussehen, als hätte man sie verstecken wollen. Der Guardian-Journalist hat ja einen Mitbewohner, der vor ein paar Wochen in England festgehalten wurde auf der Einreise und seine Notebooks wurden untersucht. Und er musste auch ein Passwort herausgeben und als das Ganze vorbei war, sagte der Guardian-Journalist, kein Problem, die Daten waren immer sicher. Und die benutzen TrueCrypt. Jetzt spielen wir etwas Game of Tools. Das ist jetzt, schlägt gut in der Zeit. Das ist eine Gamification eines Vorschlags, was jeder machen kann. Und diese Vorschläge sind in der Reihenfolge, dass es von einfach zu schwer geht. Die einfachsten Sachen kann jeder und das wird dann immer spannender. Und außerdem gibt es aber auch manche Dinge, die darauf aufbauen, dass man vorher etwas gemacht hat, das einem dazu ermöglicht hat, dass man später etwas macht, auch wenn es dann nicht unbedingt schwerer ist. Und natürlich braucht man für ein Spiel Levels. Und wo gab es schönere Levels als damals vor ewiger Zeit beim ersten First-Person-Shooter Doom? Not too rough. Also wir fangen an bei der ersten Aufgabe. Einen Firefox installieren, dafür kriegt man einen Punkt, denn man wird in die Lage versetzt, Plugins zu installieren, die einem beispielsweise vor bestimmten Abfragen auf dem Rechner schützen. Da ist speziell JavaScript gemeint. JavaScript abzuschalten funktioniert nicht richtig, aber man kann bestimmten Webseiten selektiert JavaScript abschalten. Dafür gibt es beispielsweise Plugins. Es gibt noch viele andere Plugins in Firefox, die nützlich sind. Auf Linux kann man auch der Eiswiesel, das ist auch quasi das gleiche in grün, ist natürlich nicht unbedingt das Einzige, was man nehmen kann, aber das ist jetzt eine Idee, wie man anfangen kann mit der einfachsten Vorgehensweise, bloß nicht den Internet Explorer benutzen. Wir erinnern uns Windows 8 mit eingebauten geheimen Schlüsseln und solchen Dingen kann man nicht mehr vertrauen. Ja, wenn man eine Suchmaschine empfehlen will, da gibt es inzwischen Anonymisierer für Google und Bing. DuckDuckGo und Startpage sind zwei solche. Startpage ist ein Google-Anonymisierer in Holland und DuckDuckGo ist ein Bing-Anonymisierer in den USA. Also ein Anonymisierer in den USA, da halte ich also jetzt nicht unbedingt viel von. Die werden auch so ein Security-Letter gekriegt haben und die Startpage-Leute wirken sehr vertrauenserweckend, die haben aber auch Offices in den USA und das wirkt blöd. Also MetaGer ist eine Suchmaschine, eine Metasuche. Der Betreiber Wolfgang Sander Beuermann ist sehr stark in der Hacker-Szene auch verwurzelt und dem kann man sehr gut trauen.
wenn man nochmal anonym suchen will, ist das halt auch kein schlechter Ort. OpenStreetMap, einfach eine Empfehlung, dafür gibt es einen Punkt, weil das ist einfach die allerbeste Karte, ja, und es ist auch ein Einstiegspunkt für in die Community zu kommen, weil der Weg, um selber mal dann eine Karte zu bearbeiten, ist dann nicht mehr so weit. Tor-Browser, jetzt haben wir das erste Achievement. Mit Tor-Browser ist man Anonymous. Ja. Das ist also jetzt nicht ein Punkt hier unten dafür, dass man jetzt etwas kann, sondern dass man für etwas ermöglicht wird, sondern das Achievement bedeutet, dass man etwas kann. Ja, man kann anonym sein. Thunderbird ist der Einstieg, um Plugins für E-Mail-Verschlüsselung einzumachen. GPG-Keys kann man dort reintun. Das kann man natürlich auch in andere E-Mail-Clients. Es gibt viele E-Mail-Clients, wo es Plugins gibt, aber das ist jetzt, wenn man einen sucht, Thunderbird. Das gleiche nochmal auf Android, K9, da kann man auch Verschlüsselungs-Plugins reinmachen. Ich benutze das so, dass ich einen GPG-Key habe, den ich auf dem Desktop generiert habe und die ich dann in beide Systeme importiert habe. Also benutze die gleichen Private Keys auf beiden E-Mails, wenn das geht. Dann noch ein paar Clients für beispielsweise Internettelefonie, Mumble, Jitsi und Jabber sind Java-Clients und dafür gibt es jetzt einen besonderen Community-Punkt, weil das ermöglicht einen dann den Einstieg mit Leuten aus der Community zu kommunizieren, weil die nehmen sowas wie Skype beispielsweise nicht. Da hat man dann eben etwas, das einem eine Tür öffnet. Und damit sind wir am Ende des ersten Levels angekommen. Wenn man auch mal einen Wiki-Artikel geschrieben hat, wer hat denn schon mal in irgendeinem Wiki, es muss nicht die Wikipedia sein, sondern irgendeinem Wiki irgendwas reingeschrieben? Irgendwo was editiert. Ja, das sind also die Leute, die das Internetinhalt bestimmen. Ja, das machen nicht irgendwelche Leute. Und das fühlt sich auch gut an, wenn man das mal gemacht hat. Einfach mal irgendwo etwas mithelfen, mitdokumentieren und schon fühlt man sich als Teil der Community. Das ist also quasi hier der Endgegner im einfachsten Level. Jetzt geht's weiter. Hört mir plenty. Es wird jetzt wirklich ein bisschen schwierig am Anfang, denn man sollte sich jetzt mal mit der Verschlüsselung auseinandersetzen. Wie funktioniert das? Ein Schlüsselpaar generieren, TrueCrypt benutzen und schon hat man ein neues Achievement. Man kann geheime Nachrichten umherschicken. YASI benutzen, um eben das Thema Zensur zu begegnen und auch die Community zu unterstützen. Osmand ist die Navigation für die OpenStreetMap-Karte. Das ist einfach der nächste Schritt, um eben unabhängig zu werden, wie um sowas Google Maps oder irgendwas, was ständig die eigene Position mitträgt. Das kann man dann ausschalten. Und CGeo ist ein Geocaching-Client, den ich hier ganz wärmstens empfehle, weil das einfach so viel Spaß macht. Wer macht ja Geocaching? Geocaching. Nur zwei? Es geht beim Geocaching darum, dass man einen kleinen Schatz findet in der echten Welt. Ja, und das Tolle an den echten Schätzen sind, dass das meistens echte Sehenswürdigkeiten sind. Ja, wenn man in Urlaub fährt und einfach eine wunderbare Stadtbesichtigung machen will, dann sucht man sich einen Multi-Cache, ja, und läuft an den Koordinaten entlang und man hat wirklich eine unheimlich gute Stadtführung bekommen. An jeder Position des Multi-Caches steht dann auch dran, hier sieht man Folgendes, das ist das Stadtschloss. Hier steht eine Statue und der Gründer der Stadt und das ist alles schön dokumentiert. Das hat einen sehr starken Kartenbezug, deswegen hier zusammen mit Osmand. Es ist eine kleine Zweckentfremdung der Geocachings-Ideen, indem man sagt, das ist eine Erweiterung als Reiseführer, aber das ist einfach ein Teil der Wissensgesellschaft Internet. OpenIC. Sie erinnern sich, auf der allerersten Folie ging es darum, DNS-Abfragen gehen zu zentralen Systemen. Wie kann man jetzt DNS-Abfragen zu Orten machen, denen man mehr vertraut, dass man sagt, denen kann man vertrauen? Und da gibt es auf der OpenNIC-Seite, gibt es dann je nachdem, wo man sich befindet, eine Empfehlung von Servern, die man benutzen kann, als DNS-Server einzutragen. Und jetzt sind wir ja wieder beim Endgegner. Auch einfach mal ein Linux installieren, es muss nicht ein Debian sein, ein Ubuntu oder eine Fedora, wie auch immer. Und wenn man das schon macht, dann vielleicht auch auf dem Raspberry Pi, das ist vielleicht noch die einfachste Variante, weil man muss nur auf diesem, bei diesem Gerät, gibt es als Massenspeichermedium, es hat keine Festplatte, sondern es hat einfach nur so eine SD-Karte. Man muss einfach nur auf die SD-Karte ein Image drauf machen und dann hat man das ganze Ding betriebsbereit.
Und man kann darauf alles machen, was man auf einem normalen Linux-Rechner gerne machen möchte, beispielsweise einen Webserver betreiben. Und das braucht man, um das Anfangslevel jetzt zu bestehen. denn eine OnCloud installieren, das macht wirklich Spaß. Man kann Kalender sharen, die Daten gehen nicht mehr aus dem Haus raus. Ich benutze das mit meiner Frau zusammen, haben wir einen gemeinsamen Kalender in unserer OnCloud. Und es ist schön zu wissen, dass unsere ganzen Kindergartentermine und andere Sachen nicht irgendwo hingeschickt werden. Akal ist jetzt nicht schwierig zu installieren auf Android, aber das ist eben ein Client, den man braucht, wenn man eben so eine Kalendersharing machen will. Deswegen hier die richtige Reihenfolge. Bitcoin, eine anonyme Internet-virtuelle Währung. Pseudonym. Pseudo-anonym. Pseudonym. Pseudonym. Nicht anonym, Pseudonym. Okay. Das ist ein Unterschied. Ja, deswegen ist es ja auch hier schwierig, wenn ich das selber nicht ganz verstanden habe, muss ich dann nochmal. Ja, CyanogenMod, das ist eben ein freies Android. Das sind Leute, die haben das Android auf die verschiedenen Devices angepasst. Android wird ja von Google publiziert als Open Source. Und das muss man aber auf die Devices anpassen und das machen diese Leute, aber dazu muss man sein Handy routen. Und deswegen ist das hier schon in der allerhöchsten Schwierigkeitsstufe. Ist aber toll, man kann dann ohne Google-Apps und völlig unabhängig von irgendwelchen Google-Diensten, kann man das Ding betreiben. Man kann im Linux-System einfach auch drin rumhacken. Beispielsweise in die Host-Datei alles reinschreiben mit Localhost, wo man nicht mehr gerne hätte, dass dann Zugriff ist. So wie ein Adblocker. AppDuet, die nächste Frage, wenn man keine Google-Apps mehr hier auf seinem Android-Phone hat, man braucht ja dann wieder so einen App-Store. Play Store ist ja dann weg und dann braucht man einen anderen App-Store. Da gibt es auch F-Droid, da ist nur freie Software drin, aber in AppDuet ist wirklich alles drin. Also ich finde da alles, was auch vorher im Play Store drin ist. Und man muss sich da nicht registrieren, keine Kontoinformationen, es ist alles kostenlos und man braucht diesen Play Store nicht. Freifunk, wie gesagt, da muss man einen Router patchen, das ist ein bisschen schwieriger, aber sehr spannend. Und dann kann man auch sowas machen wie die Pirate-Box. Ich habe hier eine Pirate-Box dabei. Die Pirate-Box ist wirklich die Anonymität auf die Spitze getrieben. Das ist hier so ein ganz handelsüblicher kleiner WLAN-Router. Das an der Seite ist ein USB-Stick mit 8 GB Speicher. Und hier drauf läuft ein Linux mit einem OpenWRT. Man kann sich hier einloggen, das ist auch jetzt gerade aktiv und dann kriegt man nur eine einzige Webseite zu sehen, die auch hier gehostet wird, auf der man File-Sharing machen kann. Und das ist vollständig anonym, ja, weil wer kann das tracken? Jeder, der eine IP-Adresse kriegt, der kriegt die ja anonym. Ja, hier, wenn er wieder weg ist, ist er wieder weg. Also hier kann man nicht feststellen, wer sich eingeloggt hat und wer die Daten abgefragt hat und wer sie draufgetan hat. Das ist also lustig. Ja, und das ist dann auch schon fast das Ende. Wenn man das alles gemacht hat, dann fehlt nur noch der kleine Schritt, dass man mal ein kleines Stück Programm schreibt und das publiziert. Dann gehört man zu den Hackern und dazu gibt es den No Limit Award und hat hier das Spiel geschafft. Und das ist meine Empfehlung, das von vorne nach hinten mal zu probieren, wie weit man kommt. Ja. Das ist nochmal die Aufstellung der gleichen Tools, nur in den Kategorien zum Nachlesen. Und meine Abschlussfolie kommt jetzt den Vorschlag, wenn Sie sich sagen, Sie gehen jetzt nach Hause, geht ja immer von der Konferenz nach Hause, sagt, das war ja toll. So, was mache ich denn jetzt? Hier meine Vorschläge, was Sie machen können. Einfach mal ausprobieren, insbesondere mal auf die OpenStreetMap-Karte gucken, ein bisschen lernen, wie Kryptographie funktioniert und selbstverständlich versuchen, ein Linux-System zu installieren, wenn man es noch nicht gemacht hat. Und dann, wenn man Fragen hat, es gibt viele Communities, es gibt diese Krypto-Partys, ich habe nicht nachgeschaut, ob es welche in Kiel gibt, aber ich nehme mal schwer an. Ja? Die Freifunk-Community treffen, ich bin sicher, die ist sehr hilfsbereit. Und es gibt Linux-User-Groups. Ich weiß nicht, ob es welche in Kiel gibt. Gibt es in Kiel eine Linux-User-Group? Aber es gibt vielerorts Linux-User-Groups. Ja, und da kommen Menschen in jeder Altersstufe rein. Also da muss man keine Scheu haben. Und
Man kann natürlich auch einfach mithelfen, indem man mal in Wiki irgendwas reinschreibt. Wenn man selber mal irgendwas herausgefunden hat, einfach mal irgendwo reinschreiben. Und dann können andere das benutzen und man fühlt sich gut dabei. Hacken heißt mal auch versuchen, eine Software zu entwickeln und alle Communities freuen sich über Spenden. Das war mein Vortrag. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Wünsche uns allen, das ist ja wie ein Familientreffen, viel Spaß. Da unten ist meine Webseite ProYassinet, bei denen es dann auch diese Folien, ich gucke mal, dass ich das in den nächsten 2 Stunden schaffe, die da hochzuladen. Da kann man dann sich das Ganze wieder anschauen. Ja, dann viel Spaß.